von Pierre Benschow, ukrainische Vertreter, die hier sind. Und jetzt eine Minute ebenfalls, Herr Stadler. Herr Minister Kurkulas, ich darf Sie an Sie eine Frage richten. Was hätte Ihre Regierung gemacht, wenn bei den Protesten der griechischen Bevölkerung gegen die Maßnahmen der Troika russische Politiker aufgetreten wären vor dem athenischen Parlament und hätten dort die Bevölkerung gegen die Europäische Union, gegen die Europäische Zentralbank und gegen den IWF aufgehetzt? Nein, genau das haben Sie gemacht in Kiew. Sie haben die ukrainische Bevölkerung gegen Russland aufgehetzt. Sie wussten, wie die Krim zusammengesetzt ist. Sie wissen, wie ethnisch der Osten der Ukraine zusammengesetzt ist. Und trotzdem haben Sie dort drinnen gegen das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes verstoßen. Auch das ist ein völkerrechtliches Prinzip, auch wenn Sie es nicht gerne hören. Es ist auch ein völkerrechtliches Prinzip der Selbstbestimmung. Was im Kosovo gegolten hat, muss auch für die Krim gelten. Sie kennen die ethnische Zusammensetzung der Krim ganz genau. Wieso Sie das ignorieren, verstehe ich nicht. Und all jene, die heute Buh schreien, sind jene, die morgen die Verantwortung für einen Krieg übernehmen wollen. Werden Sie dann die Verantwortung dafür übernehmen? Diese Situation dort kann jederzeit von einem kalten Krieg in einen heißen Krieg wechseln. Werden Sie die Verantwortung dafür übernehmen? Vielen Dank, Herr Kollege. Ihre Zeit ist abgelaufen. Jetzt für eine Minute Herr Danjean, bitte. Herr Präsident, ich höre jetzt, dass die Debatte sich doch vielleicht ein bisschen zu stark darauf konzentriert, ob das Referendum auf der Krim legal ist. Das ist vielleicht die falsche Debatte, denn das internationale Recht lässt ja sehr viele Auslegungen auf.